sieht aber wie ein sehr gutes Docking aus. Wenn ich jetzt noch sicherstellen kann, dass ich auch wirklich den Docking-Port treffe. Aber ich scheine tatsächlich den Docking-Port eh ausgewählt zu haben. Der hat nicht mal mehr gezuckt, hat der mehr. Nicht mal mehr gezuckt. Okay. So, dann haben wir doch jetzt. Jawohl, es läuft. Es läuft. Die Zeit läuft. 39 Tage, 6 Stunden. Zeit läuft für unser Dingens hier. Wir haben aber nur noch Supplies für 41 Tage. Aber das haut auch hin. Hey, wir haben Supplies für 41 Tage und wir müssen 39 Tage und 5, 6 Stunden noch hier bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass hier genau unsere Crew fröhlich am Arbeiten ist. Guter Tag, um Essen nach Duna zu bringen. Das machen wir am Montag. Kommen wir dann zu. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie sieht es denn mit der Habitation aus? Wir haben 74 Tage. Wir können jetzt natürlich hier noch ein bisschen Habitate starten. Wir haben ja ein paar mitgebracht. Wie sieht das so aus? Es bringt auf jeden Fall was, ne? Ja. So, stromtechnisch kriegen wir das auch gebacken. So, ich gucke jetzt nochmal, ob hier auch wirklich alles an ist. Habitat ist an. Was sagt hier die Forschung? Oh, 115 Science-Punkte ist auch gar nicht schlecht. Das können wir mal wieder übertragen nebenbei, wenn wir schon mal hier sind. So, was ist hier hinten los? Habitat ist auch an. Sehr gut. Die Dinger haben, glaube ich, kein Habitat, ne? Nee. Okay, und irgendwo hat man noch eine Cupola. Zack, die hat auch ihr Habitat an. Okay, gut. Bis wann streame ich noch? Ich streame jetzt noch nicht ganz eine halbe Stunde, denke ich mal. Weil, da müsst ihr mir auch verzeihen. Also ich werde das heute mal ein bisschen kürzer halten. Ich denke mal, wir bereiten jetzt noch die Rakete mit der Mondcrew vor. Und ich würde vorschlagen, wir schießen die noch in den Parkorbit. Und wenn es zeitlich richtig gut klappt, noch in den Transfer nach zum Mond rüber. Und dann ist für heute gut, weil ich muss halt noch meine Sachen für morgen zusammenpacken und wie gesagt, allerspätestens 3:45 eigentlich meinen Arsch aus dem Bett bewegen. Von daher, ja. So, jetzt aber mal auch noch, damit wir hier Transfer Crew, die können auch mal umsteigen und sich hier ein bisschen die zack die Gegebenheiten vor Ort angucken. Was sehe ich da unten in der Kabine? Ist bestimmt auch noch Platz. So, unsere hochprofessionelle Crew ist also angekommen. Zeit läuft. Und wir haben hiermit unser Space Camp offiziell eröffnet. Ja, schauen wir mal, was bei rumkommt, ne? Ich meine, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ob das alles so klappt. So, dann sagen, ab zurück ins Space Center und dann bauen wir uns eine Transferrakete für die Mondcrew oder für die Mooncrew, also für die Stationscrew, die da hin soll. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, hatten wir Construction Ports verwendet? Ja, ne? An der Station. Ich muss nochmal die Größe kurz nachgucken, dass wir auf jeden Fall sauber an der Moon Space Station dann auch ankoppeln können. Das will ich wenigstens einmal überprüfen, bevor wir da ohne Sinn und Verstand hinfliegen und dann nachher feststellen, dass das eine ganz schlechte Idee war. Wir haben Construction Ports verwendet. Okay, das ist gut. Dann können wir da arbeiten. Ah, im Garten ist noch Licht an. Da
Da sitzt noch jemand und guckt sich die Pflanzen an. Kann man hier eigentlich Agroponics starten? Sehr schön. Du kannst hier ein bisschen Essen anbauen, du kleiner Kolonist. So, der Patrick Kern versorgt sich also schon mit ein paar Moorrübchen und Gurken und baut Salat an. Das ist nämlich auch ganz gut, weil wir ihm jetzt seine Crew vorbeischicken, die ich da schon mal auserwählt habe. Das sind dann auch 5 Leute. Das heißt, wir... Habe ich auch Autogrammkarten? Wieso sollte ich Autogrammkarten haben? Ich bin nicht berühmt oder sowas. Nein, ich habe keine Autogrammkarten. Wenn du willst, unterschreibe ich dir irgendeinen Zettel, aber bring mir bitte einen Kuli mit. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen Kuli mit. Also ich kann einen Kugelschreiber einpacken, aber ich habe keine Autogrammkarten. Und ich sehe im Moment auch nicht die Notwendigkeit, mir welche zu beschaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du ein Stück Papier hast, auf dem ich dir eine Unterschrift leisten soll, tue ich das gerne. Solange da nicht irgendwas steht, dass ich was kaufe dabei. So, wie machen wir das denn? Zack und... Weiß ich nicht, ist eigentlich die billigste Variante, ist es noch billiger, so ein Ding zu nehmen. Es ist sogar ein bisschen 2,6 Tonnen. Versus... Ach, guck mal, das Ding... Ah, das war so teuer. 2,5 Tonnen. Ach Gott, dein kleiner Bruder will eine Autogrammkarte von mir? Nee, ne? Das meinst du jetzt nicht ernst. Warum? Warum sollte man von mir eine Autogrammkarte wollen? Also es ehrt mich, aber... Echt jetzt? Emo hat welche mit dabei. Emo Jack. Den habe ich nämlich gezwungen. weil ich eine von ihm haben will. Falls er mal berühmt wird, will ich dann, dass ich reich werde mit der ersten Autogrammkarte von Emo Jack. Und ich glaube, der hat sich wirklich welche gemacht. Was sehr, sehr witzig wird. So, hält das? Was? Für 120 Euro? Was ist für 120 Euro? Eine Waschmaschine oder eine Autogrammkarte? Ich glaube, Autogrammkarten sind nicht so teuer. Das ist doch eigentlich nur so ein Wisch Papier. Das ist doch eigentlich wie eine Visitenkarte, oder? Ich bin da jetzt nicht so der Spezialist drin, aber so ungefähr stelle ich mir das zumindest vor. So, zack. Ach nee, wir müssten ja, wenn dann, auch alle 5 Kürbels evakuieren können, ne? Wir müssten auch alle Kürbels evakuieren können. Aber wir könnten natürlich ein paar Euro mehr investieren, die wir auch wirklich haben. Das Ding ist A, leichter und B, hat das so einen 8 Jahre haltenden Power-Generator. Und Habitation, das ist eigentlich ist es ziemlich cool. Lass uns das nehmen. So. So. Ich sehe da schon wieder irgendwelche Vereinbarungen dazu, mich abzuzocken. Ich werde dann wohl nichts unterschreiben. Gar nichts. So, was habt ihr jetzt davon? Zack. So, dann kommt da ein bisschen Strom ran. So. Und ein Kuppelungsbewegungsmonstergerät. Wir nennen es auch einen Decoupler und ein Triebwerk. Kann da echt nochmal viel sparen, wenn man das nimmt, ne? So. Zack. Dann hier noch die Superdüsen mit dran. Die finde ich übrigens total toll, diese Fünffachdüsen. So, unterschreib hier für ein kostenloses Monatsabo der Kerbal Times. Danach ist das Ganze natürlich ein Knebelvertrag. Natürlich, weil es immer ein Knebelvertrag ist. Habe ich schon gesagt, dass ich nichts unterschreiben werde? Kommt man mit euch mal zu so einem Treffen, ne? Und dann nur sowas. Ich werde mir das alles merken.
das passt. Gut, dann noch ein bisschen übertriebene Rocket-Geschichten hier. Wahrscheinlich braucht man das aber gar nicht in so groß. Zack. Zack. So. Atmospheric hat das natürlich nicht allzu viel. Papa. Ja, schon, das ist der Transfer rüber locker. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine relativ entspannte Aufstiegsstufe. Und dann reicht das schon. Dann können wir unsere Crew schon rüberbringen. Da werden wir jetzt nicht allzu viel Havoc betreiben für und nicht wieder so eine Monsterrakete bauen wie gerade eben, weil das ist ja dann doch relativ überschaubar. Wir nehmen jetzt einfach einen großen Engine. 1,9. Vielleicht ein bisschen Glück reicht uns der sogar. Ah, nee, das wird dann. Das wird dann im Aufstieg zu wenig, glaube ich. So. Und dann kommen da noch ein paar Booster ran. Obwohl. Wird uns das im Aufstieg zu wenig? Wir sparen natürlich auch ganz schön Gewicht. So. Wenn wir da jetzt Booster mit ranbauen, könnte das sogar hinhauen, ne? Ich immer wieder auf diese Kategorien reinfalle. So, zup, zup, zup. Und die guten alten Kickbacks. So, nochmal 6, 9, das reicht locker, um uns zum Mond zu bringen. Schwupp. Dann autostrutten wir die noch in die Mitte und dann autostrutten wir den Kram hier auch einmal gegen das schwerste Teil, dass wir da halbwegs stabil sind. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir hier einen initialen Schubwert von 1,73. Das ist eh schon mal ein bisschen too much. Sehr schön. Einfach, klein, kompakt, nichts Großes. Kostet nicht mal 70.000. Gleich kostet sie wahrscheinlich 70.000, wenn ich das hier ranbaue. Und wir müssen ein bisschen Essen mitnehmen, hat unser Auftrag. Also, ne, wir wickeln das ja heimlich, still und leise über diesen Auftrag hier ab. Do a supply run. Das heißt, wir starten eine neue Rakete. Have supplies on board of your vessel. Wo sind hier Supplies? Haben wir Supplies an Bord? Nö. Wir kleben da jetzt mal sicherheitshalber ein bisschen Supplies mit ran. Einfach nur, damit es witzig aussieht. So, jetzt gucken, dass wir nicht die Tür erwischen. Die ist da. Dann können wir doch hier Essen rankleben. So. Jetzt haben wir nämlich Essen an Bord. Und jetzt müssen wir einfach nur noch hinfliegen und mit der Raumstation docken. Und das zählt dann als Mission erledigt, weil wir haben ja einen Supply Run mit 2 Pappkartons voll Essen gemacht. Ich weiß nicht, muss man die auch noch dran haben, wenn man. Also 3 Tage mit maximaler Besatzung. Dann haben wir aber auch tatsächlich noch Essen an Bord. Wenn nicht, sperren wir einfach kurz vorher die Fresscontainer, damit die nicht alles leer essen. So, und jetzt stelle ich euch mal meine Crew vor für die Mondstation. Da habe ich nämlich auf der Biologenebene wird uns der Dustin Kerman unterstützen, der als Biologe unterwegs ist. Dann haben wir als Pilotin die Igrushka Kerman. Da haben wir immer wieder eine Frau und natürlich auf so eine Station, wo wir auch eine Frau mitnehmen, einfach für das Sozialgefüge. Dann haben wir einen Ingenieur und zwar den Karl Kerman. Der wird sich mit ins Cockpit setzen. Dann haben wir einen Wissenschaftler und zwar den Marvild Kerman, der da in der einen Station arbeiten wird. Und wir haben noch einen zweiten Wissenschaftler, weil es gibt ja 2 Wissenschaftssitzplätze. Und das ist der Kami Kerman, der da arbeiten wird. Und das ist unsere 5-Mann-Crew, die wir jetzt zusätzlich rüberschicken zur Mondstation. Sind natürlich auch alles Abonnentenkörbels. Und ja, die werden jetzt erstmal auf der Mondstation Quartier beziehen. Außer sie überleben ihren Start nicht. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und damit das so auch funktioniert mit dem Startüberleben, gucken wir jetzt, dass wir noch das Staging ordentlich machen. Wir zünden nämlich direkt vorne auch mal unsere ganzen Triebwerke und alles mit.
Zack, zack, zack. Dann kommen die Booster ab. Dann kommt die nächste Stufe. Dann kommt die nächste Stufe, um rüber zu fliegen. Und dann kommt der Kram. So, dann können wir jetzt ja noch hier auf einer Action Group, wie zum Beispiel Licht, können wir jetzt auch nochmal sagen, Extend Solar Panels. Dann haben wir die auch noch draußen. Und wir können hier noch dran denken, wahrscheinlich hat es auch schon wieder jemand von euch geschrieben, ich vergesse das immer so gerne, aber diesmal habe ich sogar noch dran gedacht, die Dinger abzuschalten für die anderen Bewegungen. Monopropellant ist hier oben ein bisschen drin, das reicht für unser Docking, denke ich mal, locker aus. Und dann würde ich sagen, feuerfrei in Richtung Mond, zumindest jetzt erstmal in den Park-Orbit. Dann soll es für heute auch reichen. Hoffe ich mal. Also ich hoffe, euch reicht das, weil ich werde dann auf jeden Fall aufhören zu streamen, damit ich noch ein paar Stunden schlafen kann, bevor es morgen losgeht. So, habe ich von der Terrorgefahr bei Rock am Ring gehört? Nö, aber ich stehe allgemein auch nicht auf so diese ganze Terror und was weiß ich sonst was, Panikmache. Das ist... Da muss man sich auch drauf einlassen, damit das wirkt. Und ganz ehrlich, wenn alle Schiss haben, dann haben ja diejenigen auch wieder erreicht, was sie wollten. Von daher... Nee, habe ich nicht von gehört. Und schockt mich jetzt auch nicht besonders. Gut, dann... blenden wir hier mal unsere Crew mit ein. Hallo, junge Frau. So, das ist die Cockpitbesatzung. Der Rest sitzt unten im Containerchen und wir starten in Richtung Mondbasis mit diesem Flug. Und das wird auch der letzte Flug sein, den wir heute starten. Triebwerk ist das Richtige hier unten. Die Kickbacks sind auch mit drin. Dann kann es ja eigentlich losgehen. Feuer frei. So, alle haben ihre Helme aufgesetzt. Sehr gut. Gehen direkt in einen leichten Gravity Turn. Und ich finde auch solche Details bei Shatterer echt schön, dass jetzt auch tatsächlich immer, wenn eine Frau dann am Steuer sitzt, also ein weiblicher Kerbel, auch die Funksprüche eindeutig von einem Kerbel mit einer eher weiblichen Stimme geführt werden. Top Arbeit, Shatterer. Top Arbeit. Es sind die kleinen Details, die es schön machen. So. Wir steigen fröhlich auf. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich... was die Rakete angeht, ziemlich entspannt. War nicht teuer, kann sich notfalls wahrscheinlich irgendwie retten, über Fallschirme auswerfen und so, weil wir sind jetzt über den kritischen Punkt echt schon rüber, wo das noch spontan explodiert. Jetzt kurz Gravity Turn machen, dann die Booster wegschmeißen, also alles in allem. Entspannt zu fliegen, auch ein sehr einfaches Modell. Ich denke, wir werden es schaffen, das in Richtung Mond zu bringen. Oder in Richtung Mondstation. Kurz gucken, dass ich die SEP noch sauber mache, bevor ich weiter drehe. So, und jetzt kann man auch schöner drehen, weil wir nicht mehr ganz so viel Druck auf den Triebwerken drauf haben. Jo, schöne kleine Rakete. Funk wäre es vielleicht noch gewesen, so im Nachhinein, aber... denen passiert ja nicht so viel Spannendes unterwegs. Können wir vielleicht mal gucken, dass wir uns hier aus der Atmosphäre noch einen Crew Report mitnehmen. Zack, zack. Kann man immer mal brauchen. Für unser Labor. So, und jetzt geht's auch schon ziemlich exakt auf den Horizont zu. So, wir haben jetzt noch 4700 Delta Vs im Tank. Wird schon noch passen. Das wird schon noch passen. Insgesamt. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt unterwegs und bringen hier unsere Crew rüber in Richtung Raumstation am Mond. Ja, und dann müssen wir mal gucken für die nächste Folge. Also, wir werden das jetzt vorbereiten in dem Park-Orbit. In der nächsten Folge werden wir die rüberbringen, dass sie da auch wirklich heimisch werden können und sich ansiedeln. Und wir dann mal beginnen, das nochmal alles beim Mond ordentlich abzuklopfen und uns eigentlich darauf vorbereiten, die zweite Mondbasis zu bauen. Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Science-Punkte eingesackt, also da können wir auch nochmal gucken, was man eventuell Spannendes damit noch kaufen kann. Mit diesen neuen Technologien, die wir dann da so hoffentlich kriegen können.
Ich bin sehr, sehr gespannt insgesamt. Jetzt müssen wir mal schauen hier, wie die nächste Triebwerksstufe so performt. Hoffe, ich habe mich da nicht zu sehr vergambelt. Ne, das sieht aber ganz gut aus. Also wir haben 086er Trust Weight. Ich hatte jetzt Angst gehabt, dass wir irgendwie bei sowas rauskommen wie 03 oder so. Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Aber so ist ja alles gut. Das heißt, wir können jetzt hier in aller Ruhe noch unseren Orbit fertig schieben. So. Alle sind schon ganz happy. Ja, Dustin und Kami sind da hinten so safe in ihrer Touristenbox oder in unserem, wie heißt das Ding nochmal? In unserem PPD-24 Itinerant Service Container fühlen die sich so pudelwohl, dass sie nicht mal mehr einen Helm aufgesetzt haben. Ja, hat ein bisschen was Orion-mäßiges mal wieder, wenn wir jetzt die letzte Stufe dann noch abgeschmissen haben. Und die ist ja hauptsächlich auch noch zum Transfer gedacht. Oder? So, Orion sieht ja gar nicht so unähnlich aus. Mein Mikro rauscht gerade ein bisschen. Das ist natürlich nicht schön, wenn es das tut. Das tut mir leid. Ich habe versprochen, ich habe nichts umgestellt. Vielleicht bin ich irgendwo gegengekommen oder sowas. Aber ihr müsst auch nicht mehr lange durchhalten. Der Orbit ist gleich geschafft. Und dann seid ihr für heute eh durch. Weil dann nichts mehr passiert. Von daher, noch kurz durchhalten, das Mikro noch ertragen, falls es jetzt gerade ein bisschen rauscht. Ich höre mir das dann mal an auf der Aufnahme. Was mich daran erinnert, dass ich schon wieder vergessen habe, heute den Aufnahmeknopf zu drücken. Das heißt, ich muss mal wieder einen Twitch-Download machen. Ich hoffe, dass der diesmal nicht ganz so verhunzt ist. Ich und die Aufnahme, ne? Einfach den Knopf mal am Anfang drücken. Ich habe sogar noch alles vorbereitet und Platz auf der Festplatte gemacht. Aber jetzt, wo ich sage Aufnahme, sehe ich, ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Naja, manchmal sind sie ja okay, die Twitch-Aufnahmen. Ich hoffe, dass sie nicht wieder ganz so verschoben ist. So, Orbit erreicht. Gibt auch nochmal einen klitzekleinen Bonus für Massive Scale Launches. Und wir haben auf jeden Fall alles erfüllt, dass wir nur noch andocken müssen. Das heißt, das wird als Supply Run gewertet. Das ist gut. Das heißt dann aber auch, für heute ist Schluss und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich glaube, ich habe gerade auch das Problem gefunden, was hier rauscht. Nämlich hat sich mein OBS, ich denke mal, jetzt ist gerade das Rauschen auch wieder verschwunden. Mein OBS hat sich scheinbar dazu entschieden, die Facecam plötzlich als Kamera, nicht als Kamera, als Mikrofon-Device zu werten und aufzumachen. Das war vorher gar nicht da. Ich habe es jetzt mal zugemacht. Ich nehme an, jetzt ist auch das Rauschen weg. Also das Rauschen kam wahrscheinlich oben über das Mikro der Facecam, was plötzlich aufgegangen ist. Das sollte jetzt weg sein. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin morgen dann unterwegs in Berlin und ich denke mal, werde euch auch, wenn ich zurück bin, ein bisschen was erzählen, wie es so lief, damit ihr mal ein paar Eindrücke sammeln könnt. Vielleicht macht der ein oder andere da auch Fotos oder Videos. Wenn ich da irgendwo die Fingerchen ranbekomme, werde ich die auch, denke ich mal, irgendwo auch mal auf den Kanal reinschmeißen. Und wir sehen uns am Montag um 15 Uhr zum Kaffee und Kuchen Livestream. Mit Hardcore Kerbel, hoffentlich auch mit Kaffee und Kuchen für Schnorpel und Luca, die dann ihre Versorgungsmission gelandet bekommen an Duna. Aber das machen wir am Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.